Wenn der Ostblockvater aufs Nachbarkind aufgepasst hat. Und genau deshalb solltest du niemals IKEA-Hotdogs mit in Atomkraftwerk nehmen. Oh, okay. Hallo, wir sind wieder zurück. Hallo. Hattet ihr auch Spaß zusammen? Nur Linus, komm, erzähl, was wir wirklich gemacht haben. Onkel Vitya hat mir Tipps zum Backen gegeben. Dann hat er mir Durak beigebracht. Oh, und ich durfte Autofahren lernen und wir wurden von der Polizei angehalten. Dich hast du in Auto fahren lassen, oder was? Nein. Ja. Vitya! Ja, Bruder, du kannst doch kein Kind Auto fahren lassen. Ich nehme dir die Autoschüssel weg. Onkel, denk an Spiegel. Spiegel? Was? Na ja, doch, Spiegel ist Spiegel. Das gilt überall, außer in Neuseeland. Stimmt wirklich. Okay. Hey, mit deiner Autoschüssel. So, komm Linus, wir gehen dann mal. Tschüss. Alles klar, denk dran, was ich dir beigebracht habe, ja? Hände waschen nur, wenn jemand guckt. Ja, das auch. Was?